Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute endlich mal wieder mit einer kleinen Stellplatzvorstellung. Und zwar sind wir, die Melanie und ich, aktuell auf dem Campingplatz. Du siehst es schon dort. CRP Rothach. Chance, Arbeit, Perspektive. Das ist was ganz was Besonderes. Das wird dir die Melli nachher erzählen. Ich habe jetzt aber erstmal das Vergnügen, mit dir über diesen kleinen Platz zu laufen, damit du siehst, wie das denn hier so ist. Direkt am Bodensee. Am Stadtrand von Friedrichshafen. Ich sag dir vorweg, es ist ziemlich schön. Na ja, gut, wenn ich das sage, dann schauen wir uns das an, oder? Let's go! Also, ganz entspannt wie immer, oder? Dass nicht wieder jemand sagt, ich wäre so aufgeregt, wenn ich vor der Kamera sprechen würde. Hat letztens einer geschrieben. Habe ich mir gedacht, ja, bin ich ja auch. Mist, dass man es merkt. Aber pass auf. Hier, hast du gesehen, ist die Einfahrt. Und hier oben ist auch direkt ein Stellplatz für Wohnmobile. Also wenn du im Wohnmobil bist und es reicht dir, deine Karre da vorne hinzustellen, dann kannst du das natürlich für einen schmalen Taler machen und bist ja auch dann am Bodensee, was ja durchaus schön ist. So, jetzt siehst du hier schon, Rezeption. Es ist ausgebucht, das ist ja toll. Ja, und, das finde ich auch ganz nett, ja, dass man sofort sieht, was gibt es denn hier eigentlich alles. Natürlich gibt es die Möglichkeit, mit einem Wohnwagen, mit einem Wohnmobil, aber auch mit einem Zelt zu kommen. Und in diesem Gebäude befindet sich auch direkt noch ein kleines Hotel und eine Pension. Also wenn du sagst, also die Region reizt mich total, habe aber gar nicht so ein Gefährt, ja, kannst hier trotzdem nächtigen, wenn du ein Zimmer bekommst. Rezeption ist gerade runtergelassen, vielleicht kann dir das die Melli nachher noch zeigen. Ich sag's vorweg, es sind Corona-Zeiten, also es ist eine spezielle im Moment Aufnahme, in der wir uns gerade befinden. Nichtsdestotrotz kann man natürlich mal so einen kleinen Schwenk über diesen Platz machen. Der ist nämlich tatsächlich relativ klein und überschaubar, was ich super finde, ja, weil wenn man es so ein bisschen gemütlich haben möchte, dann bist du hier genau richtig. Das nehme ich übrigens auch vorweg. Eines der totalen Highlights hier ist natürlich die Lage, wenn wir direkt am Bodensee sind, oben Nordufer, noch in Deutschland. Da gibt es schlimmere Ecken in Deutschland. Das gucken wir uns gleich auch an, oder? Also wir gehen mal ein bisschen rum. So, übrigens, wenn man rumgeht, ja, da vorne siehst du noch das Rezeptionsgebäude direkt und dann hast du hier auch gleich so ein bisschen Müll mit trennen. Natürlich, wir sind ja reinliche Wesen, wir Camper. Kannst hier vorne auch Gaspullen tauschen, das ist ja schon mal ganz hervorragend. Ne? Wenn man so in der kälteren Jahreszeit hier ist, dann kann ja so ein Gas auch mal alle werden. Und das Ganze geht natürlich noch weiter. Es gibt nämlich eigentlich auch eine Wirtschaft, die aber gerade noch zu ist. Das ist schade, aber vielleicht können wir ja trotzdem mal einen kleinen Blick werfen. Wir sind mal tollkühn. Auf, komm. Sensationell, das ist total schön. Wir können auch direkt mal einen Blick werfen in die Sunnies. Die sind ja nicht zu, ich habe es ja gerade schon gesagt. Pass auf, gucken wir mal schnell. Also, was gibt es? Es gibt hier die Möglichkeit zu duschen. Ist ein bisschen duster, aber du kannst es trotzdem erkennen. Jetzt geht auch schon das Licht an, das ist hervorragend. Und so übrigens sehen hier die Duschen aus mit Wertmarke, Duschen. Wie lange man für welchen Preis duschen kann, das sage ich dir gleich. Aber gut, jetzt hätte ich gesagt, ist sauber. Gut, das ist jetzt nicht schwer, weil ist ja eigentlich zu. Jetzt hast du es mal gesehen. WCs noch, komm schnell weiter. So, eine Tür weiter gehuscht. Schauen wir mal. Oh, hier auch super. Ja. Wie sagt man richtigerweise? Gehandicapten Bereiche. Dusche, WC. Super, super. Hier Pipi-Boxen. Hier nochmal für Gehandicapte. Und einmal ganz normale WCs. So, und viel mehr, ehrlich gesagt, brauchst du auch gar nicht, weil der Platz ja nicht so groß ist. Was ich super finde, vorne vom Eingangsbereich, da gibt es draußen Abwaschmöglichkeiten. Also für den kommunikativen Menschen, wie du es vielleicht bist, wenn man so mit dem Nachbarn so beim Abwaschen so ein bisschen fachsimpelt, immer klasse. Weiter geht's. Ist auch mal total wichtig zu gucken, wo man überhaupt ist. Na, pass auf, hier Bodensee, Friedrichshafen, der Profi, wie gesagt, FN, habe ich schon gelernt. Und wir, muss ich noch mal schnell geguckt sein, wir befinden uns hier, also am Ortsrand von Friedrichshafen. Was übrigens ganz cool ist, hier ist auch gleich ein Einkaufsladen, ein riesengroßer Edeka, da kriegst du alles. Also wir haben da echt eine Menge gekauft, wir kochen ja gerade ganz, ganz fleißig. Wenn du irgendwas nicht dort kriegst, dann gibt es das auch nicht auf dieser Welt. Ansonsten sehr cool und natürlich, und da werfen wir gleich einen Blick drauf und es gibt Schwäne. So viele Schwäne, wie du noch in deinem ganzen Leben nicht gesehen hast, das verspreche ich dir. Mhm. So, direkt wieder rausgehüpft, siehst du schon hier der Platz und da siehst du dann auch schon den Bodensee. Wir werden gleich mal hinter diese Hecke gesprungen sein, damit du auch wirklich mal siehst, wie es da so richtig ist.
Dann siehst du übrigens noch was hier, auch direkt den Eingang zur Pension. Ja. Wenn man, das hatte ich ja vorhin schon kurz angekündigt, sagt, naja, ich habe aber kein Wohnmobil, da muss ich ja trotzdem irgendwo schlafen. Da hinten, da sind so ganz Verrückte, die haben irgendwie aufgestrapst wie die Großen. Naja, übrigens habe ich noch in Erfahrung gebracht, 1 Euro für 6 Minuten duschen, glaube ich. Ohne Gewehr, aber ich meine es richtig im Kopf zu haben. Apropos im Kopf, mit Kindern reist, ja, dann ist ja auch total wichtig, dass die Kinder irgendwie ein bisschen aufgeräumt sind. Was brauchen sie dafür? Naja, einen kleinen Spielplatz. Den findest du natürlich auch, also zumindest in klein mit ein bisschen hier Schaukel und einmal mit Rutsche. Gut, das ist jetzt hier vielleicht nicht der Abenteuerspielplatz, wie man ihn im Heidepark Soltau findet. Aber zumindest ein bisschen toben können sie ja. Hervorragend. Hier einmal das Hotel, / Pension. Und dann hier auch direkt der Ausgang. Schon eine schöne Ecke. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das Video nicht gestern gemacht habe. Weil gestern war hier brutal super geiles Wetter. Also wirklich, habe auch direkt Farbe gekriegt. Melli ist rot wie ein Krebs gewesen gestern Abend. So, und hier geht es dann raus. Und dann siehst du schon, pass auf, ich muss mal gucken, dass ich nicht so viele Menschen mit drauf habe. Ich mache mal so ein bisschen erstmal nach unten. Ja. Hatte ich dir ja versprochen, Schwäne zu sehen. Und ich könnte mir vorstellen, du siehst sie schon, denn da sind sie auch bereits. Es sind übrigens so viele Schwäne. Melli wollte gestern mal so ein bisschen reinhüppen, also mal so ihre Füße reinhalten. Hat sie sich aber nicht getraut, weil der geneigte Naturkenner weiß ja, so ein Schwupps, falle ich fast hin, so ein Schwan, der kann auch ganz schön giftig werden. Ja, und das ist dann wohl auch passiert. Und die Schwäne haben Melli erstmal erzählt, was sie davon halten, dass sie sich hier aufhält. So, hier Bodensee, Friedrichshafen, Berge, da hinten auch schon direkt die Alpen. Irgendwo da hinten ist die Schweiz, da ist irgendwo Österreich. Wir sind nämlich hier im sogenannten Dreiländereck und Friedrichshafen. Da hinten ist wenig Lügen, ist glaube ich Bregenz. Also du kannst hier eine ganze Menge machen, das ist echt schön. Und im Sommer wahrscheinlich auch schwimmen, weil aktuell ist das Wasser relativ kalt und durchschwant. Schön ist trotzdem, oder? Schade, dass es ein bisschen diesig ist. Da erzählen die uns direkt eine Geschichte. Wahnsinn. Lass mal die mal lieber in Ruhe, nicht, dass sie mich auch noch anpaulen. Das braucht ja kein Mensch. So, jetzt stehe ich also quasi einmal mitten auf dem Campingplatz und du siehst in alle Richtungen. Ist überschaubar, ist klein, hat irgendwas so um die 45, 50 Parzellen. Also wirklich. Kleines solides Ding. Da vorne übrigens siehst du dann auch die vorhin schon angesprochene Abwaschmöglichkeit. Da ergeben sich wahrscheinlich Fachsimpeleien bis zum geht nicht mehr. Und hier siehst du übrigens jetzt auch, wie groß die Parzellen sind. Also, pass auf, 46. Hier geht's los bis vorne zum Wiesenweg, hätte ich es fast gesagt. Also sind jetzt keine 50.000 Quadratmeter Luxusparzellen, aber reicht natürlich hin, um einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil normaler Größe hinzustellen. Ich behaupte, der dicke Morello, das wird eher eng. Weiß aber auch nicht, ob der unbedingt hier hinfährt. Strom findest du gut verteilt, überall auf dem Platz. Also das hat gut funktioniert. Wasser ist ein bisschen weiter verteilt. Also du hast Wasserhähne, nicht auf der Parzelle. Das heißt, du musst dann schon mit Gießkanne oder mit Eimer können laufen. Was aber auch okay ist. Ach so, natürlich, ja, das ist ja gerade so total wichtig. Das muss ich dir auch noch gezeigt haben. Immer gut, dass das hier die kleinen Wege sind, nämlich wenn man nicht auf das richtige WC gehen kann, weil das ja gesperrt ist, dann muss man das ja im Wohnmobil oder im Wohnwagen machen und das muss ja dann irgendwo mal hin. So, wir sind ja auch schon da, ratzifatzi, das macht man einfach da. Ordentlich sauber, wird jeden Tag gut geputzt, aber habe ich auch schon ordentlich genutzt. Hier hat man 2 Mietbäder, ja, das heißt die Möglichkeit für die, die sagen, oh, bisschen Privatsphäre wäre auch irgendwie ganz schön. Ja, die können sich hier 1 von 2 Privatbädern mieten. Die sind natürlich auch relativ schnell weg wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz gibt es grundsätzlich erstmal die Möglichkeit. Ansonsten ist ordentlich gepflegt, ist gut aufgeräumt. Rasen könnte mal wieder gemäht werden, aber da waren die Kollegen gestern schon dabei. Der Rest kommt wahrscheinlich jetzt irgendwann im Laufe des Tages oder morgen. Dann ist das auch wieder tutti. Und was ich echt schön finde, du stehst halt nicht irgendwie auf Schotter, sondern in der Regelmäßigkeit stehst du oftmals zumindest. Da hinten siehst du ein bisschen Schotter, hier unten siehst du ein bisschen Rasen. Also es ist schon noch wie so ein Campingplatz, wie man ihn sich so im Grundsatz vorstellt. Die Vöglein sind zufrieden und das finde ich alles total super. Und jetzt pass auf, jetzt gebe ich den Ball mal direkt zur Melli rüber, ja, weil die kennt sich ja mit der Thematik, über die sie sich jetzt mit dem Betreiber und mit dir unterhalten möchte, noch ein bisschen besser aus, als ich das tue. Deswegen sage ich, Melli, erzähl mal, was ist denn das ganz, ganz, ganz Besondere an diesem Campingplatz? Lass mal hören, los!
So, danke schön, Stefan. Ja, du hast recht. Es gibt hier eine Besonderheit bei diesem Campingplatz. Und zwar hat dieser Campingplatz, und das finde ich natürlich als Ergotherapeutin total cool, einen inklusiven Hintergrund. So, und Petra sitzt jetzt neben mir und die kann ein bisschen was dazu erzählen. Stell dich erstmal vor. Also, okay. Ja, ich bin Petra hier. Ich bin die Betriebsleiterin. Mein Mann ist hier der Geschäftsführer. Wir leiten die Ferienanlage jetzt in der Form seit 1. Januar und seit 2010 leiten wir hier schon vor Ort das operative Geschäft. Sehr, sehr cool. So, und dieser Campingplatz ist ja ganz besonders. Das gibt es, glaube ich, deutschlandweit nur einmal. Ja, unseres Wissens sind wir immer noch einzigartig hier in Deutschland. Es gibt verschiedene Ferienanlagen, die integrativ sind, aber im Campingplatz sind wir immer noch der einzige unseres Wissens. Also, ja, genau. Und ja, jeder sieht hier eine Ferienanlage, Campingplatz, Hotel, Pension, aber das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Hauptaufgabe ist die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für anerkannt schwerbehinderte Menschen. Und das finde ich nämlich richtig, richtig cool. Das ist, also es ist ja ganz wichtig, gerade bei Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, da gibt es ja auch verschiedene Stufen. Na, es gibt Tagesförderstätten, es gibt Werkstätten und dann gibt es solche Plätze hier. Ja, also ich finde, das kann man auch durchaus mal irgendwie, ich sag mal, besonders erwähnen, ja, weil das ja tatsächlich etwas Besonderes ist. Deswegen sage ich vielen Dank, Melli, dass du uns das mal kurz erklärt hast. Das war sehr cool. Und dann sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Videos vom Campingplatz am Ortsrand von Friedrichshafen, FN, ja, CAP Rothach. Netter Platz, ich mache dir den Link unten rein. Wenn du mal in der Region bist und die hat echt eine Menge zu bieten, also so eine schöne Ecke in Deutschland, dann fahr hier gerne hin. Anmelden ist, glaube ich, durchaus sinnvoll in den momentanen Tagen. Nicht, dass du vor verschlossenen Toren stehst, das wäre natürlich dann schade. Vor daher mal kurz vorher vielleicht durchgeklingelt haben und zu fragen, Mensch, wie ist es denn, habt ihr noch einen Platz für mich? Und wenn du dann hier bist, dann wünsche ich dir einen richtig schönen Urlaub. Ja? Genieß die Zeit, mach dir ein paar schöne Stunden und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Wenn es dann irgendwann wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Du siehst es übrigens auch, Hunde sind erlaubt an der Leine. Ist auch eine wichtige Info, nochmal ganz am Ende des kleinen Videos. Und jetzt bin ich weg. Sage bis zum nächsten Mal. Hasta luego, dein Stefan. Tschüss.